Hallo und herzlich willkommen, Leute. Und ich sollte vielleicht das Radio ausmachen. Ich habe auch meinen Fernseher ausgemacht gerade. Man hätte es wahrscheinlich eh nicht gehört durch das Mikrofon, aber egal, ich habe es mal ausgemacht. So. Gut. Ja, wir müssen einfach eine Festung finden, weil wir haben ein bisschen bei anderen reingeschaut. Also es scheint auf jeden Fall ein Team zu geben, was da nicht schlecht mit bei ist. Weißt du noch, in welche Richtung wir wollten? In die, wo wir da gerade geguckt haben, also eigentlich das Loch da. Hier, ich wollte mir nur ein paar die Level. Oh, nice. Ich habe hier nochmal was gefunden. Oh, was haben wir gefunden? Ich höre ein Gas, also hier kommen wir auf jeden Fall raus. Ja. Also Leute, ich weiß, es ist wahrscheinlich ziemlich langweilig, wenn wir jetzt die ganze Zeit im Nähtest sind, aber wir müssen einfach eine verfickte Festung finden, ansonsten... Eine fucking Festung müssen wir finden. Solch eine Alliteration. Nee, Alliteration mal, wenn alles gleich anfängt, ne, mit dem Gleichen, oder? Ja. Ja, okay. Also ich höre auf jeden Fall ein Gas, das heißt, wir könnten eigentlich nicht weit von der Oberfläche oder so entfernt sein. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe den Bon mit den Koordinaten weggeschmissen. Muss ich gleich noch mal im Mülleimer gucken? Mach das auf jeden Fall mal bitte. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Also ich weiß, Z war 8 und das andere war minus 20. Das habe ich noch im Kopf. Die Höhe war 65. Ja, dann passt das doch. Also mir hat auch noch einer in die Kommentare geschrieben, dass die Neta-Koordinaten, die normalen Koordinaten geteilt durch 6 oder 8 sind. Und ich habe ihn aber darauf gefragt, ob wir dann sozusagen in der Welt spawnen und dass dann einfach nur die Koordinaten mal 8 sind, weißt du? Mhm. Also ob wir dann eigentlich nur so... So ist es. Ah ja. Ist es so? Ich glaube schon, ja. Ja, weil dann müssten wir eigentlich nur theoretisch weg von den... Also nicht außerhalb der 3000 Blöcke da sein. Dann können wir ja eigentlich auch am Rand. In der Welt, oder, ja. Okay, gut. Ich glaube, das wäre auch gar nicht so schlecht. Okay, oh, hier ist was. Runter. Ich spring mal runter, so. Oh, hier geht's runter. Ja, ich glaube, wir haben einen Ausgang gefunden hiervon. Ja, sieht doch mal nice aus, aber hier ist nirgendwo eine Festung. Oh, ey. Warum nimmst du den Glowstone? Das braucht man eh nicht. Hab ich gar nicht. Ich hab nur gegengehauen. Oh, ey, nur so ist eine scheiß Festung. Ich raste hier nicht. Ey. Das Problem ist halt, jetzt haben andere Teams echt schon Tränke. Oder soll man einfach sagen, wirklich scheiß drauf, wir gehen ohne Tränke auf die. Naja, wir könnten ja theoretisch den Überraschungsmoment nutzen, ne? Ja, aber sobald einer halt eine Stärke... einen Stärketrank oder sowas hat, ist halt vorbei für uns, ne? Ich höre einen Gas, das ist gerade ganz dumm, dass ich hier hinten stehe. Oh, oh. Ich gehe ein bisschen nach oben. Jo. So, ich guck mich mal ein bisschen um. Du siehst auch keine Festung, oder? Nee, da ist eine große Fläche. Lass uns da hier, drüben ist ein Loch. Wo bist du gerade? Ich stehe noch hier unten und guck mal durch. Ich grab uns irgendwie eine Treppe nach oben, dass wir hier mal weg von diesem... Siehst du mich vom Namen her? Ich sneak mich jo, jo, ich sehe dich, ich sehe dich. Dass wir hier mal ein bisschen wegkommen von dieser Lava so weit unten, weil vielleicht geht's da oben auch wieder normal weiter, das wäre ganz gut. Also ich würde sonst noch... Oh, ich habe so viele Blöcke. Oh nein, ich habe den Glossom weggeschoben. Nein, dich brauche ich nicht. Egal, so. Ich habe keinen Glossom, du musst den Glossom auf jeden Fall mitnehmen. Ja, nee, ich habe aus mich verdrückt. Okay. Also wir könnten vielleicht höchstens rüber, ja, über den Lavasee oder in die Richtung, wo du jetzt guckst. Ja, über den Lavasee würde ich mich auf keinen Fall rüber. Gut, dann würde ich in die Richtung, wo du hinguckst. Du machst sau wenig Cobblestone. Und, ja. Ey, wir können auch Niederquarz nehmen. Oh, Cinero. So, der Spieler Cinero. Heißt der Cinero? Okay. Ja, das ist der O. Hä? What the fuck? Warum schießt da ein Gast? Warte mal. What the fuck? Warum hat der Gast eben geschossen? Hä? What the fuck? Warum hat der Gast eben geschossen? Wundert mich das auch gerade? Ja, also... Fast so, als ob der uns snipen wollte oder so, ne? Da. Ich würde eher sagen, vielleicht hat er auf Cinero geschossen. Ah ja, meine ich doch. Achso, ich habe verstanden. Warum sollte Cinero da sein? Aber das Ding ist, möchte. Das Ding ist, die haben schon 5, hier, okay, die haben aber schon... Bin auch an der Oberfläche? Jo, die haben schon 5 bis 10 Folgen weiter aufgenommen, weil so. Sein Teampartner... Davon auch gar nicht. Doch, das war abgesprochen, weil sein Teampartner im Urlaub war. Okay. Und, ich weiß nicht, ob die noch in der Hölle sind. Vielleicht sind sie auch schon raus aus der Hölle. Aber warum sonst sollte der geschossen haben? Ohne Scheiß. Das wundert mich gerade voll. Achtung! Oh, das war knapp. Wo bist du denn? Ach, da. Ich bin hinter dir. Komm, wir müssen einfach mal weiter. Ich würde da oben hingehen. Ah, ja. Links von dir. Will ich ja auch. Genau. Da würde ich mal gucken. So eine scheiß Drecksfestung finden. Also wir müssen noch langsam noch ein paar Pilze mitnehmen. Weil das erstmal langsam knapp war. Da ist auch einfach nochmal ein Gast. Oh, ey. Ich raste gleich aus. Ich gehe noch weiter nach oben. Wenn du mich siehst. Da oben wirst du nichts finden. Wenn eine Festung wäre, dann hätten wir die. Wenn hier irgendwo eine Festung wäre, hätten wir die schon gesehen. Ja.
Ja, eben. Aber hier oben kann man lang. Okay. Willst du links rum? Ich geh mal ganz oben lang. Ganz oben, dann kommst du wieder in irgendeine Höhle, ne? So. Da hinten sind nur many Matschpilze. Mhm. Ich finde das gerade voll scheiße, dass wir nichts finden. Ja, ich finde das, ein bisschen unspektakulär. Ja. Oh, warte, hier. Hier hat sich irgendwer hochgebaut, oder? Nein, das ist einfach. Sieht so treppenmäßig aus. Ja, das ist generiert, würde ich mal sagen. Oder? Wobei. Hä? Das sieht echt komisch aus, aber ich glaube, das ist nur generiert, oder? Ja. Nee, das kann gar nicht generiert sein, oder? Sieht echt komisch aus, ohne Scheiß, als ob hier schon jemand gewesen ist. Warte mal. Und warum hat der Gast da geschossen, als genau der auf den Server gekommen ist? Auch richtig komisch, ne? Ich verstehe das nicht, aber ich glaube nicht, dass die so blöd sind und sich an der Oberfläche da... Vielleicht wollten die uns snipen oder so. Und der ist aus Versehen auf den Server gekommen. Wer weiß. Okay, da hinten ist wieder ein Gast. Da kommen wir aber so schnell nicht rüber, ne? Das ist voll der tiefe Abgrund, das kannst du vergessen. Ja. Das nicht mehr weiter. Also du siehst jetzt irgendwie eine Feste oder so, siehst du auch wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ich seh gar nichts. Also du musst nur den Gas von mir fernhalten. Da drüben ist Cobblestone, aber das, nee, das ist nur dieser komische... Gravel, ja. Oh, mein ich seh Gott, gar ey. Nichts. Ich mach die Render-Distance mal, warte, ich mach die... Welt. Ich hab keinen Bock mehr. Lass abhauen. Ich hab die Render-Distance jetzt mal so far, wie es geht, gemacht. Ja, das Problem ist, ich seh halt immer... Achtung, Gast. Ich seh halt immer diesen scheiß Nebel, das fuckt mich so ab. Das gibt's doch echt nicht. Ey, jetzt hab ich so schöne Schuhe, ne? So tolle Schuhe. Das ist nichts, ey. Voll der Scheiß. Mann. Mann, ich will doch einfach. Da unten geht's ganz tief runter und irgendwie habe ich gerade andauernd so kleine Ruckler. Das nervt mich gerade richtig. X-Ray? X-Ray, ja, mach doch an, meinetwegen. Findest der. Keine Ahnung, kannst du X-Ray auf dieses Nether-Festungsbrick machen? Weiß ich nicht. Geht wahrscheinlich nicht, ne? Keine Ahnung. Ist ja langweilig. Ja gut, dann sehe ich ja eigentlich echt keine andere Möglichkeit, als dass wir zurücklaufen, wieder in die normale Welt gehen und sagen, scheiß drauf, weil ich habe jetzt echt... Ja, aber also ich meine, im Moment sind wir ja eh allein. Im Moment sind wir allein, aber ich habe jetzt keinen Bock, hier so lange nach einer Nether-Festung zu suchen. Wir können halt nochmal irgendwie im Kreis ziehen. Ich meine, ein Nether-Portal habe ich drin. Oder wir sagen halt echt einfach, komm, wir gehen jetzt durch das Nether-Portal. Und möglicherweise sind wir außerhalb des Borders und sterben dann. Keine Ahnung, stimmt man, wenn außerhalb des Borders ist? Ja, ne? Also bei Bloody Cave war es so, dass Stück für Stück wurde uns da das Leben abgezogen. Das heißt, Mentor, als er da gespawnt ist und mich ja sozusagen alleine gelassen hat, konnte er halt noch so 5 Minuten fröhlich rumlaufen. Warte, so, was okay. Ist da oben? Wo? Das sieht aus, als ob da eine Fackel ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach nur Lara, oder? Ja, ist es. Schade. Okay. Ich habe mich schon gefreut. Auf was denn? Auf eine Base. Eine Base im Nether, okay. Als ob jemand hier so weit weggelaufen ist. Ja, natürlich. Kann ich mir gar nicht vorstellen, hier oben, du kannst direkt nach oben, ne? Genau. Ich kann direkt nach oben. Also, wenn du jetzt weiter nach oben gehst, da ist ein Gang. Weiß, mach ich. Wobei ich glaube, der kommt einfach nicht mehr. Ah ja, übrigens für alle, die hier meinen Schniefen hören, ich bin ein bisschen krank. Leider. Nee, ich glaube, der Gang kommt hier definitiv nicht mehr, ey. Ich muss dich... Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ja, okay, dieses Gesuche ist mir auch lästig. Gibt's noch eine Möglichkeit, anders Tränke sich zu beschaffen? Da brauchen wir... Nein, Lohn. Wir brauchen Netherwarzen. Und wir brauchen eine Blaze-Rod für den Braustand. Okay. Es gibt keine andere Möglichkeit, das ist die Scheiße. Und scheinbar haben wir total verpeilt, dass es am Spawn ein Nether-Portal gab, aber das war nicht da, als wir gestartet sind, das ist es halt, ne? Das war da nicht da. Und sonst wäre da durch reingegangen oder so. Aber ohne Scheiß, das ist doch so bescheuert, dass man da ein Portal hin macht, wenn dann eh alle Spieler, die zuerst im Nether sind, halt das alles abbauen. Jetzt wären wir gleich durchgegangen, ne? Ja, wir hätten uns... Ohne Scheiß, warum war da eigentlich kein verficktes Nether-Portal, als wir gestartet hatten? Ich dachte, da ist keins, ne? Da war doch keins. Ich hatte keins zu sehen. Ich bin hundertprozentig sicher, dass da keins war. Wenn ich eins gesehen hätte, dann hätte ich gesagt, komm, wir gehen gleich die erste Folge da rein. Weißt du? Direkt am Anfang rein da. Da war keins. Weil ein bisschen Holz mitnehmen, das hätte gereicht.
Weil wenn wir, ja, bisschen Holz, schnell da rein, dann wären wir halt echt die Ersten im Nether, hätten sofort eine Festung gefunden. Also, aber naja, das da hat ja, also wir finden, ja, aber das Ding ist, wir finden ja nicht mal ansatzweise eine Festung. Die sind ja, ja groß, die können ja nicht komplett... Ich bin mir sicher, dass in der anderen Richtung eine gewesen ist. Aber das Problem ist halt, dass alle in der anderen Richtung wahrscheinlich schon gewesen sind. Wir müssen eine unbenutzte finden, das ist das Problem. Meine Diamantspitzhacke hält nicht mehr allzu lange. Ja, dann nimm mal lieber die Iron Pickaxe. Ja, noch ein bisschen hält die. Die ist gerade auf Orange, noch nicht auf Rot. Aber ich will halt einfach mal hier irgendwie... Oh, ich will raus aus diesem Scheiß hier. Ich will einfach mal irgendwo durchstoßen. Weißt du, was ich meine? Also wir sind ordentlich weit weg. Ich höre schon wieder einen Grad. Ja, ich will einfach mal hier endlich eine fucking Festung finden. Geh doch zurück, du Depp! Mann, geh doch nicht in mich rein, wenn du da Lava siehst. Weh, du setzt einen Wassereimer. Brennt man unendlich lang im Nether, wenn man angezündet wurde? Nee. Ja, dann ist es jetzt mein Tod. Freue ich mich schon drauf. Komm. Okay, ich sterbe nicht. Aber wenn ich jetzt nochmal Feuer fange, dann sterbe ich. Ja, dann lass aufpassen. Mich vorgehen. Und warum ist mein Skype nicht mehr aufbeschäftigt, ey? Was soll das? Dann lass mich vorgehen, Bruder. Ja, dann lass ich dich jetzt vorgehen, so. So, okay. Wir werden wahrscheinlich eh gleich wieder gekickt. Nee, ganz echt, das macht keinen Sinn. Lass... doch einfach nur eine Festung finden. Ja, aber hier unten scheint es echt nicht diesen World Border zu geben, ne? Ja, wir rennen ja fröhlich durch die ja. Gegend, ne? Ist eigentlich ganz praktisch. Ich weiß nicht, hat der Nether eine Grenze? Nee, ne? Der ist auch unendlich breit. Und der ist lang. Unendlich groß, ja. Wenn wir halt erstmal Tränke haben, wird es richtig lange dauern, bis wir rausfinden. Ja. So, ich werde jetzt aber erstmal auch auf Pilz umsteigen. Ich hab noch ein paar, ne? Falls du welche brauchst. Okay. Grab dich mal ein bisschen weiter nach unten. Weil wir sind ziemlich weit oben. Was ist das Problem? Warum ihr euch jetzt, wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir uns hier halt ständig so durchkamen, weil irgendwie haben wir halt keine Fläche gefunden, wo wir uns so richtig fortbewegen konnten, um halt irgendwas zu finden. Das war halt das Problem, deshalb machen wir es halt jetzt so. Ja, wir versuchen halt jetzt eigentlich auch gut Glück. Ja. Hier einfach mal... Was ist? Geh weg. Okay. Wir müssen ein Stück Sag zurück. Doch, wir sind zu hoch. Geh mal ein Stück zurück. Ich buddel mich jetzt halt hier. So. Spring da runter. Ja, bin ich doch. Okay, gut. Ich hab doch einfach so eine Wendeltreppe nach unten. Nee, weil da war ja... Sollen wir die riskanteste Wette ever abschließen? Ob du stirbst oder nicht? Boots, ja, mit dem Fever Falling Boots. Nein. Sollen wir es machen? So YOLO-mäßig. Oh, ich brauche eine Eisenspitzhacke, warte. Wenn ich steig, notfalls aber auf Stein oder so. Nö, ich habe noch genug. Und zack. So. Ja, jetzt müssten wir tief genug sein. Ja, aber ich müsste jetzt, also, das war schon recht tief, wo das eben da runterging. Ich wette, ich hätte es überlebt. Ja, deine Mutter. Ja, meine Mutter wäre stolz auf mich gewesen. Dominik, ich bin froh, dass ich bin stolz auf dich, dass du Minecraft überlebt hast. Was hast du eben gesagt? Ich meinte, Dominik, ich bin stolz darauf, dass du in Minecraft überlebt hast. Ja, das hätte sie bestimmt gesagt. Ohne Scheiß, wir müssten jetzt... Oh. Dachtest du, da ist Lava? Ja, so. Okay. Oh, das sieht doch... Wow, wenn das runterkracht, der Gravel, ey. Ja, ich bin schnell weg. Ja, aber das sieht ja auch nicht so nach Nether-Festung aus, ne? Nee, ich guck mal hier so gerade ein bisschen rum. Das ist halt alles nicht so geil hier. Was, das ist der langweiligste Nether, in dem ich jemals gewesen bin. Ohne Scheiß, ne? Der ist so... Vor allem, der ist so behindert, dass man hier nicht... Normalerweise ist der Nether doch so, dass man da eigentlich voll chillig durchkommt, ne? Aber hier sind überall so richtig lange Lavaseen und so eine Kacke, ne? Man sieht hier einfach nichts. Das ist so nervig. Ich dachte eben schon, das ist eine Festung, aber nein, das ist nur fucking Soul Sand. Jetzt weiß ich gar nicht, wo du bist. Ach, da bist du. Okay. Bin ich hier oben, pass auf. Da geht's ziemlich tief halt runter und so. Und scheiße, ich würde einfach nur lachen, wenn ich jetzt irgendwo reinfalle. Solche Sachen machen halt in einem Projekt dann schon fast gar keinen Bock mehr. Die demotivieren, ja. Ich habe eine. Demotivieren. Echt? Eine da, Festung? geradeaus durch. In die Richtung, wir müssen darüber. Okay. Wir werden 60 gekickt, dann 60 ja. Chillen wir uns jetzt hier kurz mal hin, dann. Aber du siehst da eine Festung. Also auf jeden Fall eine gigantische Festung, wir müssen auf jeden das Fall. Das ist awesome. Okay, dann haben wir jetzt irgendwie 10 Parts im Nether verplempert. Wir werden dann wahrscheinlich nochmal 10 Parts brauchen, um zurückzulaufen. Wir brauchen 10 Parts, um darüber zu kommen.
Ja, das wird auch nicht so einfach. Doch, ich glaube, ich weiß schon, wie wir rüberkommen. Alles gut. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Also bis dann. Tschüss, Leute. Tschüss. Ist so mal ein kleines Erfolgserlebnis. Ich läuft jetzt einfach vom Server, oder? Ich habe jetzt keinen Bock, hier die 30 Sekunden zu warten, bis ich gekickt werde. Oder müssen wir so lange warten? Nö, wir können jetzt gehen. Okay, dann disconnecte ich jetzt einfach. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.